Ja, dass es uns warm ist. Ja, wir laufen Umwege, weil wir haben zu lange Zeit, bis der Zug kommt. Deswegen dachten wir, laufen wir einfach auf einer Wiese Schlangenlinien. Dann brauchen wir länger und wir kommen trotzdem zum Ziel. Und sammeln all die Sonnenstrahlen ein. Genau, hier. Oh mein Gott, das ist wirklich, wirklich unbelievable. Unbelievable. Ganz kurz. Nee, eigentlich nicht stehen bleiben, eigentlich im Kreis weiterlaufen. Ist das? Na? So. So. Hast du auch Bäume hinten? Ja, hab ich. Okay. Geht's los? Ja. Okay. So, ich habe dich noch gar nicht gefragt, ob du überhaupt Teil meines Videos sein möchtest. Jetzt bin ich's, ja. Willkommen bei Kalte Füße, heute aus dem Wald, aus dem estnischen Wald. Kalte Füße im Norden. Mit schönem Sonnenaufgang und hier ist der Wald. Und wir laufen jetzt gerade ins Moor. Freust du dich schon? Mhm. Ich freue mich auch mega. Ich hoffe, wir finden den Weg. Ja, wir haben uns schon einmal verlaufen. Und ich denke, die ganze Zeit, es laufen irgendwelche Bären rum. Aber Thomas hat mir schon erklärt, dass sie im Winterschlaf sind. Und sie hier, die Wege sind immer gefroren. Da muss man immer aufpassen, dass man nicht einbricht im Eis. Das ist eigentlich ganz cool, dass alles gefroren ist. Okay, mehr gibt's später. Das Krasse ist einfach, dass man hier nichts hört. Also dadurch, dass das Ei, also dass das Moor quasi auch gefroren ist, also es ist ja alles mit Eis bedeckt und man hört nicht mal Wasser plätschern oder sowas. Und hier ist auch niemand außer uns. Und man hört ganz weit in der Ferne, hört man ein bisschen die Straße. Und sonst ist hier nichts. Ist einfach nur komplett ruhig. Eisstalle. Und kein Vogel und nichts. Also hier ist ja kein Vogel, oder? Ich meine, es ist ja nicht mal Frühling. Ich weiß nicht, ob hier im Frühling vielleicht Vögel sind. Kann ich mir schon vorstellen. Ich meine, die können ja fliegen. Ist ja geil. Ja, das Wetter ist ein bisschen zugezogen leider. Sieht jetzt alles sehr, so ein bisschen, wie sieht es, neblig aus. Trüb. Und wir gehen jetzt gleich weiter. Aber es ist schon ein bisschen kälter geworden. Ja, drüben kann man baden. Ja, es gibt überall so ein bisschen... Wir haben jetzt halt leider kein Handtuch dabei. Ja, ist schade eigentlich. Ja, man hätte einfach mal reinspringen können und sich erfrischen können. Also davor warum hätte auch man nicht das Eis aufbrechen müssen, aber. Ja, man muss vorher erstmal. Hätte man machen können, schade. Nächstes Mal. Ja. Wir gehen jetzt noch weiter übers Moor. Es ist wirklich beeindruckend. Also diese ganz vielen Moorfelder. Sowas habe ich noch nie gesehen. Das gibt es in Estland ganz oft und die haben hier wunderschön mit den Stegen das ausgebaut und man kann dann rumgehen und das quasi erforschen. Der Weg ist weg. Wir müssten durchschwimmen, aber es geht nicht und jetzt sind wir Alex traurig. Will nicht. Hallo? Wir können auch ein Floß bauen. Ja, ich meine, hier ist eh schon total kaputt, wir können auch probieren. Mann, ey. Ah, da hinten waren nur Schleichwege, die können wir mal probieren. Eigentlich geht dieser Weg da lang, gell? Darüber. Nach links. Ja, das sind halt zwei Wege. Aber nicht, versuchen wir das mal mit den Schleichwegen. Ich meine, wir dachten eigentlich, das geht so 7 Kilometer hier. Und jetzt, wie viel sind wir vielleicht gelaufen? 3, 4. Also gerade mal die Hälfte und jetzt ist es schon zu Ende. Aber hier sind die Bretter auch manchmal echt ziemlich unsafe. Naja, mal gucken. Also Schleichweg, los geht's.
so, dass wir jetzt nicht irgendwie... Zwischenfazit. Ja, also Schleichweg hat nicht funktioniert. Wir sind durch den Wald gelaufen, haben uns verirrt und dann sind wir zurück. Aber die Sonne kommt ein bisschen wieder raus. Und es ist wieder warm geworden. Ja, es ist wieder warm. Thomas hat einmal aufs Eis gepinkelt. Ja, ich wollte noch ein Pinkeln, hat nicht funktioniert. Jetzt bräuchte ich noch Verstärkung. Tut mir leid, ich kann dir nicht helfen. Ich muss nämlich nicht. Wir sind gerade mitten im Wald, auf dem Wanderweg, aber hier ist überall irgendwie Moor. Da, wo hier Eis ist, sollte der Weg sein. Eis, das halt nicht hält. Man könnte ja nicht mal drüber laufen. Wäre eigentlich nice, wenn das richtig gut zugefroren wäre. Dann könnte man locker drüber laufen. Ja. Der Waldweg ist ein Sumpf. Ja, und der Wald selber ist leider auch ein Sumpf. Überall ist irgendwie Wasser oder... Ich weiß nicht, es ist so Gold, so Kupferfarben. Kann für nichts garantieren, wenn man hier durch den estnischen Wald läuft. Ja, aber wir müssen auch bald schon wieder zurück, weil die Bahn fährt ja dann wieder. Und zum Bahnhof brauchen wir auch noch ungefähr 1,5 Stunden. Wasser bedeckt mit Moos. Ja. Man kann nicht mehr laufen. Das heißt, wir müssen jetzt wahrscheinlich zurück. Also wir müssen zurück. Oder hast du noch einen anderen Plan? Nee. Schade eigentlich. Naja, war trotzdem schön. Aber wir sind weiter gekommen als beim ersten Mal. Das stimmt. Hier gibt es zum Beispiel gar keinen Steg jetzt. Ja, hier gibt es keinen Steg. Auf dem Weg. Und wir wären gerne noch zu diesem einen See gegangen. Es gab noch einen. Ja. Leider ist der nicht da. Aber man kann auch noch um den kleinen See rumlaufen. Ja. Da gibt es auch noch einen Weg. Ja. Yeah, wir sind hier in unserem Plotpoint. Hallo. Hallo. Oh, jetzt habe ich einen Scheitel. Ja, Scheitel habe ich auch immer. Ich habe schon ein bisschen Hunger, vielleicht essen wir jetzt gleich mal was. Ja. Der See ist zugefroren und da stecken so 3 Schwäne fest irgendwie in der Mitte des Sees. Da sind die Schwäne. Die sind festgefroren. Okay. Vielleicht sind sie auch in Eisstarre. Und wir wissen jetzt nicht, ob die da festgefroren sind. Ein bisschen bewegen die. Ich dachte erst, die machen auch so Winterschlaf, dass die auch eingefroren sind. Ich glaube nicht. Die haben vielleicht so eine Area, in der sie immer so, oder? Ja, wo sie abcruisen. Weil vorher waren die halt mehr so zusammen. Und wir schmeißen halt gerade die ganze Zeit irgendwie Steine und Stöcke auf den See. Und Tanzaffen. Und wir, Alex. Nein, Jesus. Jesus. Oh, mein Arm. Da ist ein Boot. Oh, wir könnten ein Boot fahren. Nee. Also hier ist noch ein Boot. Das habe ich schon vor dir gesehen, Thomas. Echt mal. Und die Sonne kommt wieder raus. Das macht mich glücklich. So, gehen wir hier, durch den Wald, würde ich sagen. Was ist das überhaupt für ein Dialekt? Meine Güte. Hier durch den Wald gehen wir jetzt. Ne? Muss irgendwie weitergehen. Wir können jetzt nicht ewig auch stehen bleiben. Gucken wir nicht weiter so. Ne? So, nein. Thomas. Aret. Erate. Jesus, was macht der? Ich glaube, das ist illegal. Hä? Ist angekettet. Zum Glück, er kann es nicht klauen. Ist illegal. Das ist verdammt schwer. Esen machen nichts Illegales. Ich bin auch kein Esen. Dann werde es. Wir sind nämlich in Estland. Okay. Tschüss.